Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es wieder mal um ein Katzenthema, auch wenn meine Katze gerade nicht da ist. Ihr wisst ja, sie ist verstorben. Wird es irgendwann wieder Zeit für mich, eine neue anzuschaffen? Und damit diese vielleicht noch länger durchhält, ist natürlich auch das Katzenfutter ganz entscheidend. Neben mir sitzt Tierheilpraktikerin Bettina Schmidt und sie hat sich mal so richtig das Katzenfutter, was es derzeit im Handel gibt, unter die Lupe genommen und wird uns heute mitteilen, was daran gut oder vielleicht nicht so gut ist. Also bleibt dran! Ja, liebe Tina, zuerst einmal schön, dass du wieder da bist. Ja, das Thema Katzenernährung ist ja ähnlich wie das Thema Menschenernährung. Man kriegt ja nur Fertignahrung und man sagt ja beim Menschen, dass Fertignahrung, also Dosenfutter, was schon fertig gewürzt ist, dass das nicht so gesund ist. Kann man das jetzt so generell auch bei Katzennahrung übertragen? Nee, also ich sag mal, Katzennahrung, das ist ein Kapitel für sich. Es ist eigentlich sehr schwer, heutzutage überhaupt noch artgerecht zu ernähren. Ne, weil überleg mal, was frisst eine Katze jetzt, wenn die da draußen rumläuft? Mäuse, Kleinnager, alles was kleiner ist als die selber. Schon mal ein Vögelchen, Vogelliebhaber mögen mir das jetzt mal verzeihen. Oder auch schon mal kleinere Arthropoden, Insekten und so ein Kram. Im Durchschnitt kann man sagen, dass so eine Katzennahrung zu so eine Maus, speziell eine Maus, zu 70% aus Wasser besteht. Mhm. Ungefähr 10% Fett, ja. 15% Eiweiß, tierisch, logisch. Tierisch immer wichtig, ja auch, ne, wenn wir da mal so auf die Deklarationen gucken. Und die restlichen Prozente, Mineralstoffe, Spuren, Elemente etc. Bei der Katze ist so, dass die null Toleranz hat für eine Abweichung von ihrem normalen Fressverhalten. Und das haben wir heute in den normal käuflichen Sachen nicht mehr gegeben. Das heißt, eigentlich müsste man der Katze immer Mäuse füttern? In der Regel ja. In der Regel, das wäre also das Optimale, ne, dass man einfach sagt, Mädel, komm, geh raus, hol dir das da draußen, die wissen genau, was die fressen und das ist immer gut. Die meisten Menschen, sage ich mal, wir rennen in große Geschäfte, holen unser Tierfutter. Was macht das Ganze eigentlich? Es ist erstmal eine riesige Werbesache, die uns Menschen anspricht. Die eigentlich, für uns muss das alles schön aussehen und schön bunt vielleicht oder mit Gelee oder wie auch immer. Also die Katze, sag ich mal, die pfeift da jetzt ganz einfach drauf. Oh, Cassie nicht. Cassie hat schon geguckt, ist das Gelee-artig oder ja, Stückchen? Die war schon sehr anspruchsvoll. Ja, das sind dann aber auch ganz putzige Sachen, woraus dieser Gelee dann halt schon mal besteht. Mhm. Ne? Also Fertigfuttermittel, wenn überhaupt, würde ich sagen Nassfutter. Mhm. Wo man dann wirklich gucken muss, wie sind die Bestandteile zusammengesetzt. Und das ist nicht einfach. Also Trockenfutter, ich habe mal hier so ein gemischtes, ist ein Albtraum. Ist eigentlich mein Albtraum, ja. Warum? Ja, es enthält sehr viele Fette, okay. Was ja jetzt erstmal nicht so dramatisch wäre. Die Herstellung, es wird sehr, sehr stark erhitzt. Ne? Also alles, was normal an Nährstoffe vielleicht noch drin ist, wird sehr stark reduziert. Da ist also nicht mehr viel vorhanden. Das wird dann zugesetzt. Keine Rohkost mehr. Keine Rohkost mehr, nee. Die Deklarationen bei so Sachen sind recht gut. Die sind eigentlich schon zum Lachen, wenn man jetzt mal von der Katze ausgehen würde. Okay. Fette ist okay. Damit das Ganze hier aber auch halbwegs schmackhaft für die Katze ist. Na, wenn wir jetzt mal so gucken, was da so drin ist. Eine Deklaration haben wir jetzt gerade nicht da von Katzenfutter. Fangen wir mal mit den Proteinen an. Bei diesen Futtermitteln, was auch bei Nassfutter ist, ist natürlich das Rohprotein angegeben. Ja. Wo wir das genau sehen können, wie viel ist da drin. Das sagt aber jetzt über die Qualität von dem Futter wirklich nichts aus. Weil das ja erhitzt wird und das Rohprotein ja gar nicht mehr messbar ist. Nimm das Erhitzen jetzt mal erst weg. Okay. Das sind jetzt erstmal Rohprotein, das ist schon noch messbar. Nur ist der Gesetzgeber da ein bisschen putzig. Der unterscheidet also nicht zwischen tierischem Protein und pflanzlichem Protein. Ach so. Und hier werden sehr oft pflanzliche Füllstoffe beigesetzt. Weizen. Alles mögliche pflanzlich, weil es ist in der Herstellung billiger, als wenn man Fleisch zusetzt. Mhm, mh. Und man kann dann auch damit diesen Proteinwert hochpushen. Weil Protein, ob tierisch oder pflanzlich. So für die Katze pflanzlich ist nicht gut, weil Pflanzen, die können das nicht verwerten, die können es nicht verstoffwechseln. Mhm, mh. Also nicht
wirklich gut. Dazu kommt noch, Fette sind hier auch nicht ausreichend deklariert. Es steht natürlich drauf Fette, ja. Aber es steht nicht drauf, was denn nun für Fette? Ne, ist es jetzt Fett vom Rind? Ja. Oder ist es jetzt Frittenfett? Oder so. Welches Fett haben wir denn nun hier drin? Ne? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass man theoretisch Frittenfett auch nehmen könnte. Könnte man theoretisch auch nehmen, ja. Das heißt, wenn jetzt das Frittenfett durch ist und das entsorgt wird, könnte es sein, dass diese Entsorgungsunternehmen das an die Tiermittelhersteller vertreiben. Ja, vertreiben sie. Ich sag mal, wenn man große Nahrungsmittelhersteller hat, die gleichzeitig auch Tierfutter herstellen, würde ich persönlich davon einfach Abstand nehmen, weil die, warum sollen die das entsorgen? Ne? Man kann es ja hier weiterverwerten. Und man braucht es nicht entsorgen, man macht sogar noch Kapital draus. Also es ist in meinen Augen mittlerweile nicht mehr auf die Tiere ausgelegt, sondern es ist, wie viel verdienen wir? Es ist ein Industriezweig, der will wachsen, der will verdienen und darum geht es, aber nicht nur um das Wohl der Tiere. Und der will nichts bezahlen für irgendwelche Entsorger, sondern lieber alles recyceln, damit er den Schrott noch verwenden kann. Das sind dann halt so diese Sachen, Trockenfutter für Katzen sowieso nicht, weil es sind ja nun mal noch immer so Halbwüstentiere, die eh recht wenig trinken. Auch wenn sie jetzt hier vielleicht was mehr trinken würden durch das Trockenfutter, es ist definitiv zu wenig. Ja, so meine Cassie, da muss ich jetzt auch gestehen, ich hatte ja nie Ahnung von einer Katze und damals, als ich sie vor 12 Jahren auf der Straße fand oder sie zu mir kam, da habe ich ihr natürlich auch immer gern Trockenfutter gegeben. A, weil sie es einfach lieber gefressen hat und B, weil es halt einfacher war. Es stank nicht, es konnte stundenlang stehen, tagelang, die hat sich genommen, was sie wollte. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das ihre chronische Niereninsuffizienz gesteigert haben mag, weil es ist ja schon merkwürdig, dass heutzutage so viele Katzen eine CNI haben, dass das, ich glaube, die häufigste Todesursache ist oder zweithäufigste. Und das Futter ist ja nun mal verändert. Also ich meine, vor 40, 50 Jahren gab es wahrscheinlich nicht so viele Trockenfutteranbieter, sondern da hat man der Katze einfach was vom Metzger mitgebracht. Abfälle, die wir in der Küche hatten. Ne? Was eben von Essen übrig geblieben ist, das hat man halt dann rausgestellt. Also meine Urgroßeltern haben das auch noch gemacht, kranke Tiere. Gut, ich war noch sehr klein, aber so wirklich dran erinnern kann ich mich da jetzt nicht, dass wir da irgendwie CNI hatten oder sonstiges. Gut, es waren natürlich auch Küchenabfälle, aber das sind Abfälle, die sind ganz einfach anders. Ja, die sind richtig minderwertig. Ja, ne, und es heißt dann immer mit natürlichen Vitaminen vielleicht noch versetzt oder sowas, das ist nicht möglich. Diese Mittel werden ja stark erhitzt in der Herstellung. Ne, es gehen die Vitamine, die können wir also knicken, wie wenn wir jetzt Gemüse stark kochen, geht auch der größte Teil halt raus. Die werden synthetisch hergestellt und zugesetzt. So, es gibt aber jetzt keine Studien, die mir jetzt sagen, welche Nachwirkungen das in irgendwann mal haben kann. Diese Langzeitstudien gibt es nicht. Ne, man arbeitet zwar dran, aber da ist noch nichts Genaues raus. Ne, das ist also, da bin ich wirklich nicht sehr überzeugt von. Und im Zusammenhang zwischen CNI und Trockenfutter, hast du da was Spannendes zu gefunden? Ja, sagen wir mal, diese Nahrung, die man dann von den Tierärzten bekommt, ist meistens Trockenfutter, halte ich aber für absolut kontraproduktiv, weil ich will ja auch Feuchtigkeit haben. Die habe ich hiermit natürlich nicht. Diese Nahrungsmittel, diese medizinischen, würde ich sagen, ist okay, wenn wir ein Problem mit den Tieren haben. Ja, aber dann bitte als Nassfutter. Ne? Bei einer CNI, ich würde es geben. Ja. Habe ich jetzt eine andere Erkrankung, sagen wir mal, ich habe jetzt vielleicht mal erhöhte Leberwerte, was durchaus hier mal passieren kann, durch gewisse Ablagerungen, würde ich Nassfutter geben, die Leberwerte nochmal kontrollieren lassen nach 4 bis 6 Wochen und sagen, okay, die sind jetzt gut und dann stelle ich wieder auf ein hochwertiges Futter um. Also generell ist deine Meinung eigentlich Finger weg vom Trockenfutter? In der Regel ja. Ja, ne, jetzt muss man aber auch sagen, es ist eine andere Zeit, wir gehen alle arbeiten, wir haben nicht mehr die Zeit. Es ist für uns einfach bequemer, in den Laden zu rennen, uns was zu packen und das morgens und abends dahin zu stellen. Ne, das ist für uns eine ganz normale, einfache Lösung. Wir sind bequem. Könne man ja ruhig machen. Aber man sollte wirklich mal auch auf die Deklaration gucken und sagen können, okay, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Das ist mir zu, da kann ich nicht so richtig durchblicken. Es gibt Futtermittel, die recht gut deklariert sind. Ne, und da sollte man sich dran halten, wenn man jetzt nicht gerade selber barfen möchte oder wie auch immer, was auch gewisse Risiken vielleicht mittlerweile hat. Was ich noch erwähnen wollte mit dem Trockenfutter, das sind die Kohlenhydrate.
Okay. Ne, sind auch wichtig. Der tägliche Bedarf nach einer Langzeitstudie bei Katzen liegt im Schnitt bei 8 bis 9 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, die aufnehmen. Über die Maus, was die halt in ihr Mägelchen da hat. Mhm. So, jetzt haben wir gerade in Trockenfutter, also schon mal meistens mindestens 40%. Viel zu viel. Viel zu viel, kann die Katze also wirklich nicht verstoffwechseln. Es kann zu Durchfällen kommen, wenn die zu viele Kohlenhydrate im Futter haben. Es gibt mittlerweile Trockenfutter, weil es nun mal ein billiger Füllstoff ist, die wirklich zu 80% nur noch daraus bestehen. Mein Gott. So, jetzt sind diese Hersteller aber auch irgendwie so ein bisschen cleverer. Da gibt es noch jede Menge andere Zusätze, die diesen Durchfall verhindern. Oh, ist ja ne? abartig, die man dann wirklich. Mit da reinsetzt. Ja, es ist leider so. Also, ich muss sagen... Damit der Müll im Bauch bleibt. Ja, damit es also nicht zu Durchfällen kommt. Ne? Und es ist sehr viel, dass man eben Leinsamen, Cranberry findet man auch sehr viel, Tucker wird mit reingesetzt, dieses Palmenzeugs, okay. Setzt man mit rein. Es gibt mittlerweile jede Menge Sachen, die nur als Füllstoff dienen, die die Katze aber gar nicht verwerten kann. Das würde die ihr Lebtag nicht anpacken. Ne? Also deswegen sage ich immer Trockenfutter eher nicht, vor allem wegen der Kohlenhydrate, die da so mega hoch enthalten sind. Ne? Dann lieber ein gutes Nassfutter, wo ich auch eine gute Prozentangabe habe. Ja. Ne? Und wenn die dann draufschreiben, 8-10%, dann sage ich, ach, Gott sei Dank nochmal Glück gehabt. Ja. Ne? Besser als 40 und mehr. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben also hier eine Zusammensetzung aufgeführt von 96% Fleisch und Innereien. Mhm. So, das finde ich jetzt eigentlich recht putzig, weil da steht noch dahinter in Klammern 96% Putenfleisch, Putenherzen, Putenleber, Putenmagen. Man weiß also gar nicht, wie viel ist Fleisch, wie viel ist Innereien. Ich weiß aber, dass ich hier diese 96% beruhen sich auf diese Sachen. Ja. Wenn ich jetzt ein Futtermittel habe, wo draufstehen würde, ich sag jetzt mal angenommen 50% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Ja. Was sind tierische Nebenerzeugnisse? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Das ist eine recht interessante Nummer. Das gehört zur Kategorie 3. Das kann im Prinzip alles sein. Es sind also Teile enthalten, die für den Menschen noch genusstauglich sind, die aber nicht gerne genommen werden. Zum Beispiel Nieren, Leber isst man heute in der Regel nicht mehr. Meine Urgroßeltern, ja. Ne, in Süddeutschland wurde sowas viel wie saure Nierchen und so, okay. Heute nicht mehr. Zählt zu dieser Kategorie 3 dazu. Dazu zählen aber auch viele andere Dinge wie Federn, Borsten. Heute auch das Fleisch von Tieren, die richtig gestresst worden sind, von diesen Stresstieren. Da zählen einige Sachen zu. Natürlich sind das Eiweißstoffe, aber absolut minderwertig. Und das ist das, was eine Katze nicht braucht. Hm. Weil die braucht wirklich hochwertige Sachen. Ne? Also das ist, sobald dann Nebenerzeugnisse und die sind nicht genau aufgeführt, was in den meisten Fällen leider so ist, schiebe ich das eigentlich schon wieder zurück, weil das würde ich doch gerne wissen. Wo man sich Gedanken nochmal drüber machen sollte, über diese Fleischkategorie 3, da gibt es nämlich einen ganz putzigen Satz, den hatte ich mir da mal rausgeschrieben. Dieses unverzüglich durch Beschriftung zu kennzeichnende Fleisch darf nur zur Herstellung von Tiernahrung in einem zugelassenen Heimtierfutterbetrieb oder zu nicht mehr essbaren Produkten verarbeitet werden oder zu Schmierfetten. Es darf auch zur Kompostierung oder Biogasherstellung verwendet werden. Das ist also Fleisch der Kategorie 3. Und da muss ich mich jetzt fragen, Katzenfutter oder Biogas? Oder soll ich das Futter jetzt direkt kompostieren? Ne? Also ja. Dieser Zusatz war also wirklich darunter, wenn man mal bei dieser Verordnung guckt, wo diese Kategorien von dem Fleisch halt aufgeführt sind. Mhm. Er stand ganz unten drunter und den musste ich mir jetzt wirklich rausschreiben. Und da mal vorlesen, weil da kann man sich dann doch seine Schlüsse draus. Also Fleisch der Kategorie 3 ist das Fleisch, ziehen, was meistens in Katzenfuttermitteln verwendet wird. Ja, es wird ausschließlich in Katzenfuttermitteln verwendet. Es sei denn, wir haben jetzt wirklich, dass wirklich jemand sagt, oh, ich esse mal heute Leber oder sowas, ist auch diese Kategorie. Ist aber für den Genuss bestimmt. Ja. Ne? So, und wenn wir jetzt sowas in unserem Tierfutter haben, so Innereien, ist das vollkommen in Ordnung.
Ne? Aber wenn wir hier jetzt da überlagertes Fleisch, was auch dazu gehören kann, oder Hufe, Klauen und weiß ich Ja. nicht was, dann nehme ich da doch wirklich Abstand von, weil dann wird mir ein bisschen komisch. Und wenn ich dann unter so einem Verzeichnis noch so einen Satz finde, also da mache ich mir doch irgendwie Gedanken, dass in unserer Futtermittelindustrie jetzt irgendetwas schiefläuft. Ne? Die analytischen Bestandteile, gut, Rohprotein hat mir gerade schon mal kurz angesprochen, kann pflanzlich sein, kann tierisch sein, packt man ganz einfach zusammen. Ne? So, Katzen können Pflanzen nicht wirklich verwerten, ist für eine Katze uninteressant. Ja. Häufig haben wir auch in diesen Futtermitteln pflanzliche Nebenprodukte angegeben. Kann alles sein, was in der Agrarindustrie anfällt. Also auch Glyphosat Sämtlicher verseuchtes. Müll, Glyphosat eher wohl nicht. Gut, die Bauern sprühen natürlich immer noch damit, du hast die Rückstände da drin, wäre nicht auszuschließen. Ne? So, nur pflanzliche Nebenerzeugnisse, sagt die Katze, nee, fress ich nicht. Also die geht nicht raus und buddelt da draußen nach pflanzlichen Nebenerzeugnissen oder so, ist für Katzen absolut uninteressant. Ne? Geht gar nicht. Was haben wir hier noch drauf stehen? Moment, jetzt mal eben gucken hier. So, dann haben wir die Rohasche. Ja, was ist Rohasche? Ja. Ist das Verbranntes? Nein, also da macht jetzt keiner so ein Häufchen Asche und streut das ins Futter. Nee, nee. Rohasche ist ganz einfach, wenn man jetzt, man nennt dieses Teil Muffelofen, wo man sowas verbrennen kann. Der hört sich Okay. putzig an. Wenn man jetzt von dem Futter die organischen Bestandteile, also das komplette Futter da reinschmeißt, die organischen verbrennen und die anorganischen bleiben über. Und das ist diese Rohasche. Also quasi alles, was an Schlachtabfällen da reinkommt in den Was Ofen. nicht verbrennen kann, diese anorganischen Teile, das wäre diese Rohasche. Okay. Na? So, Rohasche gibt also keinen Hinweis darüber, ob das Futter jetzt gut ist oder nicht. Da kann man keine Schlüsse draus ziehen. Aber warum tut man es überhaupt rein? Na, Nur um also es einfach sind zu entsorgen? Mineralstoffe. Sind Es sind Mineralstoffe? Mineralstoffe, ja. Na? Dann haben wir noch Rohfaser. Rohfaser ist eine gute Sache. Die brauchen die ganz einfach zur Verdauung. Was sind denn Na? Rohfasern? Das sind, ich sag mal, Ballaststoffe. Wir können jetzt sagen, was haben wir jetzt an Ballaststoffen? Reisfaser zum Ja. Beispiel würde man nehmen und diese Sachen. Es kann aber auch, wenn zu viel enthalten ist, die Verdauung der Katze beeinträchtigen. Es sollte also immer so ein geringerer Prozentsatz von Rohfaser enthalten sein. Muss denn überhaupt was Ne? enthalten sein? Weil die Maus hat doch auch Sollte. keine Rohfaser, oder? Sollte. Welche Maus hat keine Rohfaser? Das ist die Frage, weil eine Maus Ach hat die so, Rohfaser. hat auch Rohfaser. Ja, natürlich. Die hat auch diese. Allein schon durch diese Sachen, die sie selber auch aufnimmt. Das heißt in ihrem In Darm. ihrem Darm, Ah, genau. okay. Da sind also quasi Ne? Wildkräuter, die die frisst, die Genau, alles, Maus. was die Maus da so frisst, das haben wir dann da mit drin. Und da haben wir dann auch diesen Anteil, diesen wirklich geringen Anteil auch noch an Rohfaser. Und den sollten wir im Futter haben. Jetzt natürlich Okay. nicht gerade mit 20% oder so, Sondern 1%. sondern 1, 2%, sowas, Okay. 2%, sowas würde ich sagen, ist in Ja, Ordnung. das macht Sinn. Ne, das macht dann Sinn. Bei Trockenfutter haben wir dann schon wesentlich mehr. Ne, wir haben also die pflanzlichen Nebenerzeugnisse. Was viel beigegeben ist, was wir auch im Nassfutter haben, das ist halt dieser putzige Gelee, ne, der dann Ja. da obendrauf schwimmt. Den mochte Casey am liebsten, diesen Saft. Ja, Hat die mal gelutscht wie verrückt. ist ein Geschmacksverstärker. Dient auch zur Haltbarmachung. Ja. Ne? Natürliche, also es steht ja oft drauf, ohne Konservierungsstoffe. Ja. Nee, tut mir leid. Ein Hersteller verpflichtet sich, Futtermittel, egal welche, ob trocken oder nass, auf 2 Jahre, mindestens auf 2 Jahre haltbar zu machen. Und das geht nicht ohne Konservierungsstoffe. Das ist nicht möglich. So, natürliche, schreiben auch schon mal viele drauf, natürliche Konservierungsstoffe oder natürliche Mittel. Wäre in dem Falle vielleicht, könnte man sagen, Lavendelöl ist ja nun mal was ganz Natürliches. Okay, Ne? Könnte man jetzt nehmen. Die aber Katze wird schmecken, sagen, hä? Ne? ja. Futter, die mit so natürlichen Sachen haltbar gemacht werden, die halten aber keine 2 Jahre. Wenn wir da ganz viel Glück haben, maximal ein halbes Jahr. Das dürfen die also schon gar nicht mehr machen. Das geht gar nicht, weil ja vom Gesetzgeber her 2 Jahre müsst ihr. Und dann machen die das auch. Und Konservierungsstoffe, Antioxidantien, haben den Ja. gleichen Zweck. Die machen Futter haltbar.
Ja. Ne? Man kann jetzt natürlich deklarieren, mit natürlichen Antioxidantien sind sie aber natürlich auch nicht. Das wäre zum Beispiel Vitamin E, wäre ein natürliches Antioxidant, wird aber synthetisch hergestellt. Also die Natürlichkeit, die ist ja dann natürlich schon wieder weit weg. Ja. Geht gar nicht. Hört sich so an. Und was mich unheimlich stört, dass gewisse Konservierungsstoffe auch gar nicht deklariert werden müssen. Ja. Ne? Also ich kann jetzt, die bekanntesten sind wohl E320, E321, die nicht sehr gut sind. Dann gibt es noch eins, was recht billig ist für den Einkauf, für den Hersteller. Und was sehr gut haltbar macht, das wurde als Pestizid von der Bayer-Tochter Monsanto hergestellt, ist verboten worden in der Agrarindustrie, dürfen die also nicht mehr benutzen. Es darf im Tierfutter verwendet werden als Konservierungsstoff. Der braucht nicht deklariert werden, weil die haben ganz einfach vom Gesetzgeber einen Höchstwert angegeben. Bleibt der Hersteller unter diesen Höchstwert, braucht er nicht deklarieren. Also kleines Giftchen ist immer dabei. Richtig. So, jetzt sagt der Gesetzgeber natürlich... Wie heißt dieser Konservierungsstoff? Das ist Etoxiquin. Grausig. Etoxiquin, okay. Genau, genau. Das ist also wirklich ein ganz billiges Zeug, was eine sehr gute Haltbarkeit garantiert. Ja, aber rein chemisch. Und natürlich rein chemisch. Ja. Und er braucht nicht deklariert werden, solange die unter dieser gesetzlichen Grenze bleibt. Jetzt sagt der Hersteller, in dieser geringen Menge ist das nicht giftig. So, das mag ja jetzt sein, wenn ich meiner Katze so ein Tütchen mit so einem Zeug vielleicht einmal im Monat gebe. Bekommen die das aber jetzt täglich, dann sammeln sich diese Stoffe ja im Körper an. Normal. Ne? Normal. Und irgendwann hat man halt die Grenze erreicht, wo das Ganze toxisch wird. Ne? Und das ist unter aller Würde, sag ich mal, ne? Dass sowas benutzt wird. Es geht nur noch um den Profit und ich würde wirklich sagen, dass man sich wirklich mal zusammentut und sagt, Leute, ich muss das mal besser deklarieren. Dass man vielleicht auch mal an den Gesetzgeber herantritt und sagt, dass gewisse Stoffe wirklich mal aufs Feinste deklariert werden sollen, damit man das weiß. Nur der Haken ist, das würde ja kein Mensch mehr kaufen. Ja. Ne? Das würde kein Mensch mehr kaufen. Ne? Weil mittlerweile machen sich ja viele Menschen schlau, was so drin ist, und es stehen einem die Haare hoch, muss ich ehrlich sagen. Ne? So, hier habe ich das also auch nicht. Hier steht natürlich nichts drauf von diesen Stoffen. Also könnte das theoretisch auch ethisch sein? Es könnte natürlich theoretisch, ja. Ne, es könnten auch E320, 321 drauf sein, allerdings so geringfügig, dass ich es nicht mehr deklarieren muss. Mhm. Ne, weil auch diese Tütchen hier wollen natürlich auch haltbar gemacht werden auf 2 Jahre. Mhm. Und das schaffen wir nicht mit natürlichen Sachen, mit natürlichen Antioxidantien, das wäre maximal ein halbes Jahr. Ja. Ne, und dann würde man es aufmachen und man muss es mega schnell verbrauchen, weil man wird es schon spätestens in ein paar Stunden riechen. Und da muss es weg sein. Hm. Ne? Und das geht nicht, das machen die nicht. Ja, da sind wir ja schon beim nächsten spannenden Thema. Wenn du sagst, Nassfutter ist auf jeden Fall vorzuziehen, um ja einfach die Katze ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Nicht, dass dann später irgendwelche Probleme entstehen können, wie zum Beispiel CNI. Da ist ja auch Barfen momentan ein sehr starker Trend. Ich persönlich halte das erst einmal für sehr spannend, weiß aber nicht, was gibt es denn da für Risiken? Oder ist das wirklich auch besser als so ein Nassfutterpaket vom Arzt zum Beispiel? Also ich sag mal, BARF ist ein recht interessantes Thema. Es kommt der natürlichen Ernährung am nächsten. Mhm. So, aber auch hier macht man sich natürlich Gedanken, wo kommt denn das Fleisch her, was ich da jetzt nehme? Und das ist ein Thema, wo einem mitunter wirklich ein wenig übel werden kann. Die konventionelle, also diese ganz normale Massentierhaltung. Ja, die ist schrecklich. Das ist ja wirklich etwas Schlimmes. Das ist aber das, was ich überall natürlich verkauft bekomme, wenn ich jetzt ganz normal in den Großmärkten einkaufen gehen würde. Dann überlege ich mir, was bekommen die Tiere denn da zu fressen? Da haben wir natürlich auch wieder das Problem, wo es um den Profit geht. Eine Kuh auf der Wiese, was die Werbung uns so schön sagt, die haben wir natürlich schon lange nicht mehr. Hier gibt es natürlich Kraftfutter. Und wenn du dich noch daran erinnern kannst, vor Jahren, als mal diese BSE-Erkrankung war, was man ja nachher auf das Futter zurückgeführt hatte. Es wurde ja Tiermehl verfüttert.
An pflanzenfressende Wesen. An pflanzenfressende Wesen. Und man kann also wirklich so einen gewissen Zusammenhang herstellen. Keine Kuh würde jetzt natürlich sowas essen. Man macht ihr das also schmackhaft. Und genau das machen wir mit unseren Sachen auch. Eine Katze, die jetzt hier keine, ich sag mal, Geschmacksverstärker oder sonstiges drin hätte, die würde sich vielleicht rumdrehen und sagen, boah, nee, lieber nicht, gib mir mal was anderes. Ne? Weil das haben wir hier auf jeden Fall drin enthalten. Und das hat man damals auch gemacht, weil die Akzeptanz, dass ein Pflanzenfresser Tiermehl frisst, das ist unmöglich. Ich sag mal, es ist vielleicht wirklich sinnvoll, sich, falls es das heute überhaupt noch gibt, einen kleinen Metzger zu suchen mit einer eigenen Schlachtung. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas wirklich gefunden. Sind mal eben 50 Kilometer hin und zurück, ne? Nur um das zu holen, in großer Menge einfrieren. Sollte man sich schlau machen. Was für Fleischsorten würdest du da empfehlen? Es kommt so ein bisschen auf die Katzen an, ne? Vor allem wenn es so ältere sind, so mit ohne Zähne oder sowas, ne? Sollte man vielleicht keine knöchernen Anteile mehr nehmen, sondern da ein bisschen mehr auf Muskelfleisch, ist immer recht gut. Muskelfleisch ist mager, enthält viel Eiweiß und ist recht gut für Miezekatzen. Guten Anteil Knochen. Bei Katzen, die noch alle Zähne haben, ja, so Putenhälse oder so, kann man gut mal verfüttern. Ist auch wirklich gut, die sind nämlich auch beschäftigt. Da haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe, ne, so für unterbeschäftigte Wohnungskatzen schon mal ganz nett. Kriegt man denn überhaupt noch Putenhälse bei Metzger? Schwer. Private Schlachtungen haben das schon mal. Ja. Ne, was ich nicht so gerne mag, sind halt diese Großtierhaltungen, weil hier ja auch schon Antibiotika eingesetzt wird. Grundsätzlich eingesetzt wird, damit die erst gar nicht krank werden. Ja. Ne, so, das haben wir dann natürlich auch wieder alles im Körper und anschließend auch im Futter. Es ist sehr schwierig, aber ich sag mal, ich würde ein Barf als das kleinere Übel bezeichnen. Mhm. Ne, also so wirklich naturgetreu, wenn wir heutzutage nicht mehr kommen. Es kommt eigentlich nur noch darauf an, ein kleineres Übel zu wählen. Man kann im Prinzip alle Fleischsorten nehmen. Auch Schweinefleisch? Selbst Schweinefleisch kann man nehmen. Wobei man bei Schweinefleisch wirklich sagen muss, das muss abgekocht sein. Okay, also dann ist es ja nicht mehr Barf. Weil es dann nicht mehr ist roh. Genau, weil das roh verfüttern, das ist sehr gefährlich. Mhm. Ne, weil es gibt da diese ojestische Krankheit. Ich kann das immer so toll aussprechen. Ich weiß nur, dass die viele Würmer haben, Schweinefleisch. Das ist, das ist also wirklich ein Virus, der sich dann überträgt und das geht ins zentrale Nervensystem. Die Tiere sterben an dieser Krankheit. Oh Gott, ist das ist also übertragbar vom Schwein auf alle Tiere. Alle anderen Fleischsorten, ja. Ne, man kann also Rind, Lamm, Kaninchen, Huhn, Pferd, wer möchte. Pferd man auch. Kann im Prinzip wirklich alles nehmen, was man gibt's gerne möchte. Es gibt ja viele im Internet, da habe ich mir schon ein paar Barf-Seiten angeguckt, da kann man sogar Kängurufleisch, Büffel, auch, so ganz verrückte Sachen, wo ich denke, warum? Es gibt alles Mögliche mittlerweile, ja. Aber ist eigentlich Schwachsinn. Eigentlich kann man zum Metzger gehen und Rindfleisch holen oder Rindertatar. Ja, reicht eigentlich auch vollkommen aus. Ne, also es muss jetzt nicht unbedingt Känguru sein. Gut, ich sag mal, wenn man jetzt Katzen hat, die wirklich eine Allergie entwickeln, ne, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und das ist auch was mich an Fertigfutter, wollte ich noch kurz anmerken, sehr stört. Es gibt viele Menschen, die Ausschlussdiäten machen ohne Ende, ne, die dann nur eine Proteinquelle nehmen und eben dieses spezielle Futter, ne, was es da halt gibt, die so viel ausprobieren und es nutzt überhaupt nichts. Man denkt oft nicht daran, dass dieses Allergen ja auch aus diesen Zusatzstoffen kommen kann, die in jedem Futter enthalten sind. Und die nicht deklariert werden müssen. Ne? Es kann zum Beispiel sein, eben woraus diese Soße besteht, Kassiagum zum Beispiel oder wo auch immer, dass die darauf reagieren. Und das haben wir fast überall drin. Und dann können wir natürlich Ausschlussdiäten machen, wie wir wollen. Wenn wir diese gewissen Bestandteile drin haben, finden wir das einfach auch nicht. Also barfen, um dann Ausschlussdiät zu halten. Wäre vielleicht eine gute Lösung, Ne, nur Katzen, die nur Trockenfutter fressen, die sind schon schwer an Nassfutter zu gewöhnen. Das war bei Cassie auch eine ziemliche Plackerei, sie überhaupt dazu zu bewegen. Ein Töpfchen hier Nassfutter. Ja. Ich konnte es am Ende nur schaffen, weil ich sie gezwungen habe. Es gab einfach kein Trockenfutter. Und dann, dann hat Satz es auch gegessen irgendwann. Dann war es auch gut, dann hat sich auch umgewöhnt. Aber sobald einmal Trockenfutter ins Haus kam,
da war sie tagelang wieder wie auf Drogen. Wo ist mein Trockenfutter? Ja, 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 ist echt krass, wie die also sich da abgegangen ist. Viele Katzen lieben das aufgrund dieser ganzen Stoffe, dieser Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe und sonstigen. Das ist wie Chips halt. Ja, ist wie Chips so ungefähr. Ne? Also so Katzen kann man wirklich erstmal, bevor man barft, auf Nassfutter umstellen. Ja. Ne? Und zwar nicht direkt einfach hinstellen, denn so einen kleinen Fitzel da rein und dann immer so ein bisschen steigern. Und wenn die das dann eine Zeit lang gut fressen, dann kann man mal versuchen, so ein, je nachdem, wie die sich immer anstellen, so ein Faserfleisch mal oder so ein kleines bisschen mit da reinzupacken und dann nach und nach zu erhöhen. Mhm. Ne, das kann sehr lange dauern. Die sind ja. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich kaufe jetzt Rindertartar zum Beispiel für meine Katze, ist ein bisschen teuer, aber würde ich jetzt, hätte ich jetzt kein Problem zu investieren. Das reicht aber nicht. Ne? Die muss ja auch irgendwie ihre Vitamine, ihre Fasern und so weiter bekommen. Rindertartar ist ja nur ganz minimal Fett. Und sonst nur hochwertiges Protein. Ja. Was mache ich denn da? Und das ist schon super gut. Du kannst natürlich immer mal gucken im Reformhaus, ne, dass man da schon vielleicht mal ein bisschen was an Gemüse holt, wirklich ganz, ganz wenig und das mal darunter raspelt, ganz fein, das kann man machen. Also so Möhrchen oder so? Ja, kann man fein mal darunter raspeln, aber wirklich nur wenig. Ja. Ne? Oder auch mal ein Kartoffelchen mit rein. Ne? Gekocht oder roh? Kann ruhig gekocht. Sollte, okay. Weil roh ist recht. Ja, aber bei Karotten kann man ja roh essen, so, ne? Ganz rohe Karotten können die nicht verwerten. Okay. Solltest du vorher abkochen. Also auch kochen. Ne? Genau, man kann also auch Eierschalen schon mal mit drunter fein und alles, ne? Ich sag mal, das ist eine Sache, wo man auch wirklich mal für jede Katze mal ein bisschen gucken muss. Ja. Ne? Bei älteren Katzen, die brauchen natürlich viel hochwertiges Eiweiß. Okay. Ne? Die fressen ja auch meistens nicht mehr so gut. Mm. Ne? Und dann ist es sinnvoll, wenn man da viel Herzmuskel, weil da haben wir auch sehr viel Taurin drin. Also Hühnerherzen. Brauchen. Rinderherz. Rinderherz sehr gut geeignet. Mager. Okay. Hat hochwertiges Protein drin und auch sehr viel Taurin. Ich stelle mir jetzt vor, dieses Hühnerherz oder Rinderherz kaufe ich jetzt beim Metzger. Das muss ich ja zerkleinern. Ja. Oh, das heißt, ich muss es dann... Ja, ja. Das geht recht zügig. Ja. Ja. Wer die Katze liebt, der muss da durch. Der muss da durch, ja. Auch als Vegetarier oder Veganer. Ja. Ne? Ach so, machen übrigens auch, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das so ein Trend ist, diese vegane Ernährung bei Katzen. Aber wenn wir jetzt mal darauf gehen, was Katzen brauchen und fressen sollten, ne? Wenn wir von der natürlichen Ernährung ausgehen, ist das absolut kontraproduktiv. Man hat mittlerweile Studien dazu, aber noch keine Langzeitstudien. Man kann also noch nicht sagen, ob das schädigend ist, wenn wir vegan ernähren. Was es auf jeden Fall ist, es ist tierschutzrelevant. Ja. Ne, weil wir das Tierschutzgesetz ja einfach sagt, wir müssen artgerecht unsere Tiere halten, dürfen keinen Schaden zufügen. Ob wir das damit machen, gilt aber nur für Haustierbesitzer nicht. Und nicht für die Massentierhaltungen. Die dürfen die Tiere halten, die den dürfen, letzten Dreck. Ja, die dürfen, wie die wollen. Gut, da können wir jetzt auch wieder ein spezielles Thema draus machen, das ist furchtbar. Eine Katastrophe. Ne, aber dazu würde halt auch die artgerechte Ernährung gehören, was bei Katzen also zweifelsfrei eben die Maus wäre. Ne? Und dass wir dann versuchen, wenn wir Fertigfuttermittel nehmen, das nach Möglichkeit auch danach zu handhaben. Aber würde es denn theoretisch eine Möglichkeit geben, hochwertige Proteine aus Pflanzen herzustellen, dass die Katzen dann trotzdem gut ernährt werden und kein Tier mehr sterben müsste? Wenn du da jetzt so in dich gehst, glaubst du, das könnte man schaffen? Hanfproteine oder andere? Hanfproteine sind teilweise zugegeben, können nur minimal verstoffwechselt werden, weil alles pflanzliche Produkte sind. Ne? Mhm. Ich gebe es schon mal sehr gerne, wenn es jetzt geriatrische Katzen sind, also über 15, so alte Katzen, die viel Arthrose und sowas haben, gebe ich schon mal liebend gerne CBD-Öl. Ja. Ne, weil es reguliert die Schmerzen wirklich recht gut. Es ist wirklich klasse. Ich würde es aber nie einer Katze mit CNI geben. Ja. Weil ich die Niere noch mehr belaste, weil sie das ja gar nicht verstoffwechseln kann. Ne, und dann geht der Schuss für mich nach hinten los. Ja. Ne, also pflanzliche Produkte bei Katzen in dem Ausmaß generell nein. Auch nicht als Eiweißquelle. Ne, und das ist ja das, was wir im Fertigfutter schon viel haben. Diese pflanzlichen Proteine, woher auch immer, ne, nur um diese Gesamtzahl der Proteine
bei der Deklaration erhöhen zu können. Mhm. Aber verwerten können die das nicht. Aber im Grunde genommen hast du ja schon indirekt gesagt, wenn man barf, dann macht es Sinn, da auch mal Zusätze reinzutun, wie Herzen, kann man machen. Eierschalen. Kann man machen. Das heißt, man müsste sich eigentlich schon richtig gut informieren, auch wenn man barft. Sollte man, ja. Ne? Nicht einfach nur Fleisch hinstellen und dann sagen, jetzt friss, weil da könnte ja auf Dauer was fehlen, vor allen Dingen, wenn die Katze nicht in die Natur raus darf, um sich das zu holen. Gut, ich sag mal, da sollte man sich schon genau drüber informieren. Ne? Da gibt es also mehr oder weniger gute Bücher, es gibt aber auch sehr gute Ernährungsberater, die so etwas machen. Also du berätst sowas auch oder sagst du... Eigentlich mehr weniger. Mhm. Ne? Also beim Barfen bin ich jetzt nicht so der Mega-Spezialist. Bei den Sachen komme ich eher mit klar, um die Leute zu beraten. Und so Beratungen sind meistens recht putzig, wenn man mir dann so 10 Futtermittel hinstellt und ich lasse vielleicht da mal eins liegen. Ja. Dann ist das schon viel und bei dem Rest sage ich, nee. Weil es einfach No-Gos sind. Weil es einfach No-Gos sind. Ne? Also hauptsächlich eben diese Trockenfuttersorten. Das heißt, wenn ich irgendwann... vielleicht lieber schneller als später eine neue Katze haben es sollte. Kommt eine, ich weiß das. Das ist so schrecklich ohne Cassie. Dann hochwertiges Nassfutter, wie zum Beispiel, hier hast du gesagt, da ist halt sehr... das war die Deklaration, genau, ist recht gut. Wo man halt genau sieht, was für Innereien und da steht nicht irgendwie Klauen und würde da Schrott. Eh nicht stehen, du hättest einfach nur Nebenerzeugnisse und das wäre es. Aber dieses Futter kriegst du ja auch nicht in so einem normalen Futterladen. Nein. Das kriegst du nur online, Das kriegst du online, ja. Also online gibt es einfach hochwertigere Produkte. Das habe ich auch schon festgestellt bei Cassie, dass da einfach viele, viele Sachen gar nicht... verfügbar sind im Supermarkt. Ich hatte auch Real Nature von Fressnapf probiert. Da soll ja auch sehr, sehr viel hochwertiges Fleisch drin sein. Ich weiß es nicht. Das hat sie auch ganz gern gefressen. Da hatte ich vor einigen Wochen noch mal so eine Packung. Ja. Da war auch sehr viel mit Leinsamen und Cranberries und da war also eine ganze Attacke drin. Jetzt weiß ich warum, damit die Katze nicht kotzt oder nicht Durchfall hat. Und damit teils Mittel sind, dass der Durchfall vermindert wird. Ne? Also du hast wirklich sehr viele Kohlenhydrate wieder drin und auch diese ganzen pflanzlichen Sachen, die dir nicht verstoffwechseln können. Also du musst einfach jede Dose einzeln anschauen für sich. Je weniger Zusätze, umso besser In der Regel, und that's it. Ja. Vielleicht kann da ein paar Kräuter, kann man selber drüber streuen. Kann man gerne machen. Möhrchen rein, tun gekocht. Ja. Ne? Also ich sag mal, je weniger auf so einer Deklaration draufsteht, umso besser ist es im Prinzip. Und eigentlich das Beste ist immer noch frisches, rohes Fleisch, weil die Vitamine drin sind. Genau. Die sind ja hier auch nicht drin. Das ist ja alles gekocht das immer. Ist richtig. Und irgendwie haltbar gemacht, auf welche Einzige, Weise. Was ich hier dann immer sage, diese 96% Fleisch, super, da bleibt mir nicht mehr viel für den Rest. Ja, das stimmt. Und es ist also sehr gut aufgeführt, woraus das besteht. Mhm. Ne? Und das habe ich halt, wenn da jetzt nur Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und da kommt nichts mehr, dann kann ich wirklich sagen, da kann ich alles drin haben. Ne? Ja, eben super. Wegen dieser Nebenerzeugnisse. Ne? Also würde ich schon sagen, da sollte man drauf achten. Ja, dann wird meine nächste Katze auf jeden Fall gebarft. Definitiv. Und kriegt aber zwischendurch auch, ich glaube, auch so ein paar Pakete. Kann soll man, ja auch ein bisschen, ich sag mal, es ist ja so ein bisschen wie Kuchen für die. Ist vielleicht nicht richtig, aber ich weiß ja selber, dass das die Cassie immer abgefahren ist auf so Pakete. Ja, nicht so dolle wie auf Tatar, obwohl das auch sehr hochwertig war. Ja. Deswegen glaube ich, da so ein bisschen mischen ist schon okay. Kann man machen, ja. Trockenfutter werde ich komplett verzichten, das weiß ich jetzt schon, auch nicht zum Spielen. Das wird es bei mir gar nicht geben. Ja, und dann lasse ich mich überraschen, ob dann die nächste Katze hoffentlich älter wird als Cassie und auch nicht an CNI erkrankt. Da wird sich dann zeigen, wobei ich weiß ja auch nicht, wie alt die sein wird. Vielleicht wird das ja schon eine ältere Katze sein. Dann kann ich ja auch nicht 6 Jahre falsche Ernährung rückgängig machen. Das ist ja dann auch irgendwie also drin. Ich will es hoffen, dass sich auch die Industrie da mal so ein bisschen an die Nase packt und vielleicht mal ein paar Sachen ändert. Mhm. Weil es sind auch mittlerweile zu diesen Futtersorten Studien gemacht worden, wo man wirklich belegen kann, dass die auch zu Erkrankungen führen. Ja, die haben ja auch Erkrankungen wie die Menschen, von Diabetes bis sonst was, das gab es ja alles so nicht. Ja. Und man weiß ja ganz klar, beim Menschen, Diabetes kommt durch zu viel Zucker, durch falsche Fette, was weiß ich da alles. Ja. Ich bin jetzt kein Experte, aber genauso ist es ja dann auch in den Paketchen. Also ich glaube, die Hochschule Hannover hatte da eine Studie gemacht, dass wirklich auch das Erbgut verändert wird. Das auch noch? Ja, das kam also auch da zum Thema. Das war so eine Langzeitstudie. Mittlerweile macht man auch Studien, inwieweit die Psyche verändert wird. Weil man auch davon ausgehen kann, dass je nachdem, ne, mit diesen Futtermitteln,
mit diesem Hormonstatus und was wir heute alles haben, dass das natürlich auch auf die Psyche geht. Dass dadurch auch psychische Erkrankungen entstehen können. Da ist man aber jetzt noch nicht so weit. Man vermutet, man hat da diese Ansätze und man macht jetzt erstmal diese Studie zu Ende. Ich hoffe, ohne Tierversuche. Soweit mir bekannt ist, ja. Ne? Also, ja, nein, das braucht kein Mensch. Ne? Es sind immer Lebewesen, die denken... Da darf man auch gar nicht drüber reden. Nee, darf man nicht. Das ist das Schlimmste, was gerade noch passiert in Deutschland. Arme Tiere in Tierversuchen und die werden ja umgebracht nach jedem Versuch. Das ist ja gesetzlich Pflicht, Tiere nach einem Versuch umzubringen. Also die haben nicht mal eine Chance, vermittelt zu werden. Das ist so grausam. Also noch nie mal das restliche Leben würde mal vernünftig laufen. Ne? Weil die fühlen, die können Freude, Trauer empfinden. Das ist wie Menschen. Ja. Man gebärt irgendwelche Menschen, macht Versuche und dann sagt man, oh, du hast den Versuch überlebt, dankeschön. Und jetzt kannst du sterben. Ja. Es ist so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber gut, anderes Kapitel. Wir haben uns heute, glaube ich, schon mal einen guten Eindruck machen können, was No-Gos sind beim Tierfutter, was da so in der Regel drin ist, welche Zutaten, wo man echt überlegen muss, dass veganes Futter, so schön es auch klingt, vielleicht wirklich nichts für eure Katze ist. Ich habe ja auch den Fehler gemacht. Ich habe Cassie ja auch 2 Monate vegan ernährt, als der Krebs da war, um zu testen, ob es weggeht. Das habe ich wirklich gemacht. Sie hat von mir ganz viel Natron ins Futter bekommen. Nur, was habe ich gemacht? Kichererbsen mit Algen püriert, dass das wie so ein Thunfisch schmeckte. Das hat sie aber gern gegessen. Also anfangs wirklich sehr gern. Und dann diese Amiket Trockenfutter. Cassie hat das wirklich alles gut gegessen, vor allen Dingen super viel Algen, das fand die toll. Aber der Krebs ist nicht ein bisschen aufgehalten. Also es ist nicht so, dass die nach 2 Monaten, der geschrumpft ist oder stehen, der ist genauso weitergewachsen wie zuvor. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist eigentlich scheißegal, was ich der fütter. Dieser dämliche Krebs, der wächst und wächst. Und ich mache ja jetzt einfach das Leben so schön, wie es geht. Und da hat die sogar noch nachher diese, wie heißt das, Strovitsteine gehabt, weil das nicht sauer genug war, ihr pH-Wert. Und das kann an meiner falschen Ernährung liegen, dass ich meiner Katze dann Strovitsteine habe entwickeln lassen. Möglich ist das ja. Na? Wegen dem ganzen Natron. Um ihr halt ihr Milieu, so wie das halt immer gesagt wird, ist das Milieu basisch, kann kein Krebs wachsen. Ich habe es probiert und es hat nicht funktioniert bei ihr. Deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal machen bei einer Katze. Das müsst ihr selber wissen. Es ist euer Tier und euer Herz. Und ich kann nur sagen, bei mir war es wirklich, ich habe alles probiert. Von CPD-Öl, von MMS, von DMSO, von allem, was es da gibt. Auch in der alternativen Medizin. Einzige, was ich ihr nicht reinkriegen konnte, ist natürlich irgendwelche Vitamin-C-Spritzen hochdosiert. Was auch in der alternativen Medizin angeblich jeden Krebs töten soll. Nee. Aber sie hat super viel Vitamin-C-Pulver immer ins Futter bekommen. Aus natürlicher Quelle von Johannisbeeren. Also es war, hat sie auch gern gegessen, aber wie gesagt, am Ende hat da nichts geholfen. Und dann durfte sie auch wirklich den letzten Monat alles essen, was sie wollte, weil ich wusste, da hilft jetzt nichts mehr. Und sie war glücklich. Sie ist glücklich gestorben mit gut schmeckendem Futter. Nicht gesund, aber gut schmeckend. Und ich glaube, diesen Spagat zu finden zwischen was ist gesund und was schmeckt aber auch, das ist halt... Das ist sehr, sehr schwer, ja. Man will ja seine Katze nicht quälen, wenn der Nachbar da seit 3 Katzentöpfe draußen hat mit Futter und die Katze geht dahin, dann frisst sie das natürlich auch. Ja. Kann man ja auch nicht verhindern. Das kann man nicht verhindern, nein. Nee. Und dann kommt die nach Hause, schmeckt nicht, ja irgendwann bleibt die beim Nachbarn. Also ich sag mal, bei Cassie, es war schon okay. Ne? Zum Schluss das, was sie möchte, dann gibt man eben das, was die gerne noch fressen möchten, damit die, weil es ist ja nicht heilbar, man kann nichts dran machen. Und dann sollen sie wenigstens jetzt nicht noch, ne, sondern einfach, ach gut, das schmeckt mir gerade gut und dass die dann wenigstens nochmal so richtig schön was Leckeres, was sie wirklich haben möchten. Und wenn es Thunfisch, Kaviar, spielt Kaviar. Rolle mehr. Kaviar. Ne? Kaviar. Mit Champagner. Hätte die Cassie bestimmt gern gegessen. Ne, dass man, dass du nochmal so richtig, im letzten Moment so nochmal die Prinzessin auf der Erbse, dass du nochmal alles darf und dass du dann eben einen schönen Übergang hat und dann ist das in Ordnung. Ja, also vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Ja. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ansonsten könnt ihr auch natürlich gerne die Tina kontaktieren. Ihre Kontaktdaten sind auch in der Videobeschreibung zu finden. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, danke, danke nochmals. Ja, kein Problem. Euch auch vielen Dank und wir sehen uns garantiert ganz bald wieder. Also bleibt gesund, meine Lieben. Und eure Tiere auch. Oh yeah. If you listen to your inner voice.
you don't have a choice. Whoa, whoa.